Hallo und guten Tag. Die Schönox-Anwendungstechnik möchte heute zum Thema Epoxidharzfuge mit dem Produktnamen CF Design vorsprechen. Mein Name ist Stefan Marx, das ist mein Kollege Stefan Pein. Ich steige auch direkt einmal drauf ein. Epoxidharzfuge klingt für mich vom Begriff schon mal etwas umfassender. Wo wird die speziell eingesetzt? Ja, wir setzen die vorwiegend im chemisch belasteten Bereich, im hochbelasteten Bereich, privat wie gewerblich ein. Überall da, wo ich eine hochbeständige Fuge haben möchte, die auch chemisch beständig wie auch mechanisch beständig ist. Okay, mit anderen Worten, der Traum jedes Bauherrn, das heißt die üblichen Probleme, die wir aus dem Alltag heraus kennen, dass nach einigen Jahren unterhalb der Duscharmaturen beispielsweise durch Einsatz kalklösender Reinigungsmittel die Fuge, Zementfuge angegriffen wird. Da hätte ich schon mal die Wahl der Möglichkeit einer beständigen Fuge. Und wenn ich den Bogen weiterspanne, könnte ich mir auch vorstellen, Autowaschstraßen, Großküchen, also dort, wo ich eben auch Industriereiniger-Einsatz habe, bis hin zu Schwimmbädern, wenn ich mir vorderseitig papierverklebte Mosaike vorstelle, um gleichmäßiges und auch stabiles Bild zu erzielen. Ja, ganz gewiss, genau richtig. Wir haben hier das große Spektrum, was wir abdecken können, gerade im Problembereich von haushaltsüblichen Reinigern. Die chemische Beständigkeit, jeder kennt das im Fitnessclub beispielsweise, dass man die Fugen oftmals durch erhöhte Reinigungsfrequenz, auch vielleicht mal eine Überdosierung der Reinigungsmittel, auch sehr strapaziert. Zementäre Fugenmörtel sind da irgendwann an der Grenze. Hier habe ich die Möglichkeit, chemisch beständig zu arbeiten. Die Fuge wird in 3, 4, 5 Jahren oder viel, viel länger noch aussehen wie neu. Gerade die mechanische Beständigkeit spielt bei der Reinigung dann auch eine große Rolle. Im Bereich Hochdruckreinigung und dergleichen decke ich da auch das gesamte Spektrum ab, bis hin zum Schwimmbad. Also sie ist multifunktional. Verstehe. Wir hatten gerade über das Badezimmer gesprochen. Also ich denke mal, umliegende Bereiche würde man nicht zwangsläufig mit Epoxidharz verfugen, aber speziell der Duschbereich. Wir reden ja heute viel über barrierefreie Duschen, fließende Übergänge, über Entwässerungsrinnen. Wenn ich in solchen hochfrequentierten Bereichen, auch in Privatbereichen, letztendlich solch eine Fuge nehme, kann ich mir vorstellen, durch den Einsatz entsprechender Reiniger, dass wir das bekannte Problem von ausgewaschenen Zementfugen ausklammern können. Richtig. Ich kann es fast so sehen, dass die Fuge wasserdicht ist. Ich würde es nie als Abdichtung natürlich oder dergleichen verkaufen oder vermarkten oder verwenden oder wie auch immer. Ich habe hier den großen Vorteil, die Fuge nimmt kein Wasser auf. Das ist ein großer Zusatznutzen. Das heißt, sie nimmt auch keinen Reiniger auf, der sie von innen zerstören könnte. Da liegt wirklich der große Vorteil drin, dass ich eine Fuge habe, die so abweisend ist wie der Belag selber. Ja, das klingt sehr interessant. Auch aus dem Alltag heraus kennen wir ja durchaus Thematiken bei dunklen, zementären Fugmörtel, Farbton, Anthrazit, Basalt vergleichbar, dass wir über Kalkablagerung oder Reinigungsmittelablagerung sehr schnell ein farbungleiches Bild erzielen. Das heißt, durch den Einsatz solch einer Fuge speziell in den Bereichen des Badezimmers können wir das Problem für einen Bauherrn lösen. Richtig. Gerade was ja heute der Trend ist, gerne auch mal dunkle Fugen zu nehmen, Anthrazit beispielsweise, da habe ich mit zementären Fugenmörteln unter Umständen bei überdosierten Reinigern oder häufigem Reinigereinsatz die Problematik, dass es ausbleichen könnte. Das habe ich hier überhaupt nicht. Die Fuge wird ihre Optik behalten in der Farbtiefe. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Und das zeigen wir natürlich gleich anschließend. Gerade die Verarbeitung ist heute mit der neuen Generation Epoxy-Fugenmörtel bzw. Reaktionsharz völlig unproblematisch und einfach zu handeln. Wäre solch eine Epoxidharzfuge für private Badezimmer oder haben wir das eher in gewerblichen Bereichen, wo hohe Frequentierung zugrunde zu legen ist, also sprich Autowaschstraße, gewerblich genutzte Küchenanlage bis hin zu Schwimmbädern? Sowohl als auch. Der große Vorteil ist, auch durch die Farbvielfalt kann ich das heute sehr, sehr gut im Privatbereich einsetzen, auch im
hochwertigen Designbereich, wie auch in der Großküche, im Schwimmbad, in der Autowaschanlage. Das Spektrum ist ja eigentlich vielfältig, bisschen ja, multifunktional nenne ich das mal. Ganz besonders hervorzuheben ist die Beständigkeit der Fuge. Das spielt heute im Privatbereich auch eine große Rolle durch die Reinigungsfrequenzen, durch die Reiniger am Markt, die auch da sind. Ich kann hier quasi nicht viel falsch machen, um die Fuge wieder, ich nenne es mal, kaputt zu reinigen. Ja, verstehe. Stefan, du hast gerade ausgeführt, Verwendung der Epoxidharzfuge. Der Begriff Epoxidharz klingt ja schon gewaltig. Ich würde vermuten, ich brauche auch spezielle Werkzeuge von der Verarbeitung oder bestimmt auch irgendwelche Schutzmaßnahmen bei der Verarbeitung. Wie siehst du das? Ja, vom Grundsatz her auf jeden Fall. Wir haben hier schon spezielles Werkzeug, was man für eine Epoxidfuge bzw. Reaktionsharzfuge braucht. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Werkzeuge, ich zeige es mal eben, angefangen bei unserem Fugengummi zum Einfugen der Masse, habe ich hier jetzt ein spezielles Fugenbrett. Man sieht es, es ist sehr scharf geschnitten. Durch die Kompaktheit der Reaktionsharzfuge brauche ich da schon etwas mehr quasi Kraft auf den Punkt. Wir sehen das nachher auch beim Einfugen. Ich ziehe die Masse auch komplett runter beim Einfugen. Das schaffe ich mit so einem speziellen Epoxidharzfugenbrett am allerbesten. Da würde ich auch wirklich auf eine gute Qualität achten. Das erleichtert mir das Einfugen. Ich habe hier jetzt mal als Vergleich ein normales Fugengummi mitgebracht aus Moosgummi, wie ich das für zementäre Fugen verwende. Damit funktioniert es überhaupt nicht. Das sollte ich dann schon beachten. Wenn ich das mal eben haben darf. Ja, das ist, wie du das so ausgeführt hast, im Gegensatz zu der Fugummischeibe deutlich weicher. Von daher bin ich gespannt, wenn das Material aufgerührt ist, was das im Vergleich für einen Widerstand aufbringt. Richtig. Oder Funktionsfähigkeit. Ja. Weiter geht's mit dem Schwamm quasi, die ich verwende. Das ist ganz stark abhängig von dem Material, was ich dann einzufugen habe. Habe ich jetzt ein sehr glattes Material, sind normale Schwämme ausreichend wie unser normales Fugenwaschbrett oder unser normaler Schwamm, den ich sonst auch für herkömmliche Fugen nehme. Die langen in der Regel schon als Grundset für normale Fliesenbelege bzw. keramische Belege. Das benötige ich beispielsweise, um nochmal beim Waschen zu bleiben, für leicht profilierte Fliesen zum Vorwaschen, weil dieses Vlies etwas härter eingestellt ist und ich dann in die Poren gehen kann. Also hier würde ich doch vermuten, im Bereich von rutschhemmenden Fliesen, zum Beispiel im Bereich von Krankenhausküchen, richtig, dass so etwas zur Anwendung, ja, kommt und nicht unbedingt bei großformatigen Fliesen, die wir, was weiß ich, bei barrierefreien Bädern kennen. Richtig. Vorteilsweise strukturierte Fliesen, als Verleger kennt man das zum Beispiel, gängige Fliesen, Rutschfestigkeitsklasse R12, ja, mit Verdrängungsraum. Da fange ich mit solchen Waschbelegen an, um die Belege vorzuwaschen nach dem Einfugen. Ich bekomme diese Auflagen quasi auch in verschiedenen Härten. Deswegen dieses Aufnahmebrett ist dafür da, dass ich dann eben jegliche Härte dieses Vlieses auflegen kann. Okay. Wofür sind solche Sachen hier, diese beiden Schwämme? Ja, hier habe ich den Unterschied halt normaler Schwamm zum Nachwaschen, quasi Sauberwaschen der Belege. Mhm. Den kennt jeder, der Fliesen schon mal gefugt hat, als normaler, ja, ich nenne es immer Fliesenlegerschwamm. Hier habe ich den Unterschied, genau wie bei dem Vlies, ich habe hier eine höhere Härte drin. Das heißt, ich kann in Vertiefung, in Profilierung, in strukturierte Fliesen das Material nochmal, wir nennen es dann aufemulgieren. Das zeigen wir gleich beim Verarbeiten. Das heißt, das klassische Vorwaschen, was man bei jedem Fliesenbelag hat nach dem Einfugen, kann man hier erleichtern durch die Härte des Schwammes, ganz einfach. Das empfehle ich immer, muss man quasi abstimmen beim Einfugen. Taste ich mich da immer ran, welche
Härte der Schwämme am besten geeignet ist für die Fliese, die ich verwende. Gut, wofür wird die Sprühflasche verwendet? Wenn ich den Belag eingefugt habe, dann ist es sehr von Vorteil, wenn ich die Fläche einfach mit Wasser benetze. Der Unterschied zu einer zementären Fuge, ich wasche da nichts aus, da passiert nichts, das erleichtert mir die Arbeit nur ungemein. Das heißt, Okay. Wenn ich dann beispielsweise mit dem weißen Vlies vorwasche, dann schwimmt quasi das Pad leicht auf der wasserbenetzten Fläche. Das Aufemulgieren, das ist wichtig für dieses Aufemulgieren, eine Vorreaktion für das quasi Epoxidharz wird damit auch optimiert und ich bekomme auch die Fugen einfach glatter. Also es hat nur Vorteile, deswegen die Sprühflasche vorteilsweise an der Wand. Am Boden langt auch unter Umständen, wenn ich dann mit einem Schwamm quasi die Fläche einfach benetze mit Wasser. Okay, verstanden. Jetzt sehe ich, dass du dort rote Gummihandschuhe ausgelegt hast. Wenn du gerade ausgeführt hast, die Fuge ist chemisch hochbeständig, multifunktional einsetzbar, dann vermute ich, dass du auch Besonderheiten bei der Verarbeitung berücksichtigen musst. Ja. PSA ist immer ein großes Stichwort, das heißt die persönliche Schutzausrüstung, die unter anderem auch vorgeschrieben ist für solche Materialien wie Reaktionsharze, sollte ich schon geeignete Gummihandschuhe nehmen. Das sind unter anderem diese hier in der Klassifizierung. Wichtig ist auch, man sieht es ja bei uns beiden heute, das ist nicht unser Alltagsdress quasi. Wir haben auch langärmliche Shirts an, das heißt Hautkontakt sollte möglichst vermieden werden, weil es sich quasi um ein chemisches Produkt bzw. Reaktionsharz handelt. Deswegen geeignete Handschuhe wichtig, möglichst langärmlich arbeiten und beim Anrühren natürlich wie immer unsere Schutzbrille. Ja, Stefan, dann würde ich doch sagen, das bisherige fasse ich mal mit den Worten zusammen. Wir haben mit der Epoxidharzfuge Schönox CF Design einen Allrounder, der zum Beispiel die chemische Beständigkeit sehr deutlich nach vorne bringt. Ja, unter anderem die schmutzabweisende Eigenschaft ist auch sehr hervorzuheben. Hat mir eben schon mal erklärt. Ich habe eine Fuge, die eben lange die Optik auch behält. Chemische Beständigkeit, mechanische Beständigkeit und vor allem, es ist ein Reaktionsharz, man darf es nicht vergessen, ein Epoxidharz. Ich habe hier aber ein Material, keine Quarzsandbeimischung, es ist alles drin. Es ist ein zweikomponentiges Material, was sich aber wiederum sehr, sehr einfach verarbeiten lässt. Das ist der wesentliche Unterschied zu den klassischen Epoxidharzfugen, wie man es, sage ich mal, vor 10, 20 Jahren noch kennt. Das ist der wesentliche Unterschied und eben dieses Multifunktionale. Ich kann es in allen Bereichen einsetzen. Die Wasserdichtigkeit, nenne ich das mal, spielt eine große Rolle. Das Material nimmt nichts an. Ich brauche mir da keine Sorgen machen. Die Fuge selber ist, ich nenne es mal wasserdicht, wobei es natürlich keine Abdichtung darstellt. Aber das sind eigentlich die wesentlichen Vorteile einer Epoxidharzfuge. Verstehe. Das heißt aber auch für die gewerblichen Bereiche muss man natürlich dann im Einzelfall nochmal schauen. Dafür bieten wir auch entsprechende Beständigkeitslisten im Internet an, um das mit dem Planer, Bauherrn auch nochmal abzustimmen im Einzelfall. Aber letztendlich, so wie wir das bisher Erfahrene zusammenfassen, bildet es ein rundes Bild oder eben auch eine sehr gute Lösung für den Bauherrn, für den Betreiber letztendlich. Du hast es vorhin angesprochen, Fitnesscenter und letztendlich auch für den Ausführenden. Das kenne ich aus eigener Historie von früher, dass also die Materialien sehr zäh und unangenehm waren von der Verarbeitung, vom Waschen. Das heißt, wir werden also dann auch gleich in Praxis die deutlichen Vorteile dabei sehen. Richtig. Ich habe die Möglichkeit, eben im Designbereich damit zu arbeiten, mit einer sehr, sehr einfachen Verarbeitung für den Fliesenleger. Ich habe in der Planung beispielsweise für den Architektenplaner oder Bauherrn, Auftraggeber, die Möglichkeit, die Farben abzustimmen, den Nutzungsbereich, den wir auch immer belegen können über unsere Beständigkeitsliste, was belegt ist. Und das macht eben den Einsatz wirklich sehr vielfältig. Bei einfachster Verarbeitung, muss ich sagen. Prima. Danke auch erstmal für die Ausführung. Gehen wir in den praktischen Part.
Stefan, wir haben die Wesensmerkmale der Schönox CF Design gerade angesprochen. Jetzt folgt der praktische Part. Werkzeuge hatten wir bereits vorgestellt. Zu dem Gebindeform der Schönox CF Design, die haben wir in 5 Kilogramm und 2,5 Kilogramm Einheiten. Das passt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast. Das heißt, wenn ich jetzt kleinere Flächen habe, meinetwegen nur den Bereich der begehbaren Busche fugen möchte, ist die Einheit dann absolut angemessen. Wenn ich im Objektgeschäft tätig bin, was wir ja auch im Weiteren noch kennenlernen werden, rutschhemmende Fliesen in gewerblich genutzten Küchenanlagen bieten sich größere Einheiten an. Mein Gedanke ist jetzt, das Gebinde aufzumachen. Das heißt, die persönliche Schutzausrüstung haben wir am Mann. Du hast es was angesprochen. Zusätzlich wird jetzt auch die Schutzbrille dann zum Tragen kommen. Wir sehen hier an dem Gebinde grundsätzlich erstmal verschiedene Eigenschaften. Das heißt, das ist also dann auch der Grund dafür, der Beleg, warum wir die Schutzmaßnahmen tragen müssen. Wir können im Kurzprofil auch erkennen, wofür das Material letztendlich von der Anwendung her ist. Wir erkennen hier unterschiedliche Symbole, was ihre Festigkeit angeht. Also alles das Thema, was du angesprochen hattest. Wir haben sogar hier ein Steuerradzeichen mit dabei. Das heißt, wir können das Produkt auch im Schiffbau einsetzen. Genau. Bei der Öffnung des Gebindes sehr einfach. Ich habe also hier eine Kunststoffarretierung, die ich abziehe. Und dann wird der Deckel geöffnet. Wir sehen hier drin in dem Material zwei Komponenten. Wir haben die Stammkomponente, die A-Komponente. Das ist dieses hellgraue. Und wir haben die B-Komponente, die Flüssigkomponente. Beide Partner werden gleich durch dein Rührwerkzeug bzw. durch dich miteinander vermengt. Das werden wir uns im Detail anschauen. Wir sehen letztendlich auch hier, beide Komponenten sind im genauen Verhältnis werkseitig abgewogen, werden entsprechend auch dann dem Anwender zur Verfügung gestellt. Das heißt auch hier die Kernaussage, wir brauchen zwei Partner immer im korrekten Mischungsverhältnis, die miteinander verrührt werden. Selbst wenn ich mit Teilmengen arbeite, würde ich mir eine Materialwaage organisieren, um beide im gleichen Verhältnis entsprechend abzumengen und dann aufzurühren. Richtig. Mhm. Die Bewandtnis dabei werden wir gleich auch noch kennenlernen im Weiteren bei dem Umtopfen, wo du sicherlich auch noch mal drauf einsteigen wirst. Das, was man jetzt hier in dem Gebinde sieht, bezeigt oder bedeutet letztendlich auch, Epoxidharze sind nicht gleich Epoxidharze. In dem Fall ist es ein gefülltes Material mit Colorsanden. Es gibt aber auch sehr hochviskose Epoxidharze, niedrigviskose Harze, die wir zum Beispiel aus dem Bereich der Grundierung kennen. Das heißt, die aber dann auch unterschiedlich von der Anwendung und von ihrem Profil sind. Dann würde ich dich jetzt bitten, Stefan, das Produkt uns einmal aufzurühren. Ja, sehr gerne. Dazu entnehme ich natürlich erstmal die B-Komponente. Die ist auch sicher verpackt in einer Kunststoffverpackung zusätzlich, die ich einfach aufreiße, quasi um das Gebinde zu entfernen, beziehungsweise, Entschuldigung, die Verpackung natürlich zu entfernen. Und wie man so schön sagt, das Viereckige kommt ins Runde. Hinweis meinerseits nochmal, wirklich die Komponenten verwenden, die quasi, ja, wir mitliefern. Nichts anderes, wie Stefan eben sagte, die sind komplett aufeinander abgestimmt. Eine Küchenwaage wäre noch zu grob, wenn ich jetzt Teilmengen anmische. Ich sollte da schon eine detaillierte Waage nehmen, um letztendlich bei kleineren Flächen auch immer exakt das Verhältnis, was wirklich aufeinander abgestimmt ist, beizubehalten. So. Das Ganze wird letztendlich im selben Gebinde auch angemischt. Und man merkt es hier, ich habe hier eine sehr flüssige Komponente. Und mit dem entsprechend dimensionierten Rührer natürlich. Wir haben uns hier für eine Spirale entschlossen, die das Material
erfahrungsgemäß am optimalsten durchmengt. Es gibt ja diverse Rührwerke und Rührkörbe am Markt. Solches eignet sich da immer noch am besten. Dazu mal eine Frage, ist das Spezialwerkzeug oder bekomme ich das ganz standardmäßig im Handel? Das bekommt man heute schon standardmäßig im gut sortierten Werkzeughandel bzw. Baustoffhandel. Alles klar. Es langt auch vollkommen ein herkömmlicher Akkubohrer bzw. Schrauber, um die Sache durchzumengen. Du hast es eben gezeigt, die A-Komponente ist relativ fest. Wir sehen gleich, wie schnell sich das Ganze vermengt bzw. dann auch in der Viskosität flüssiger wird. Stefan, du hast gerade auch noch mal erwähnt, wie wichtig es ist, beide Komponenten im abgestimmten Verhältnis aufzurühren. Wie erkenne ich denn jetzt im Gebinde, ob das Material richtig aufgerührt ist? Oder was würde denn passieren, wenn ich das jetzt so verarbeite? Ja, ich sollte erstmal grundsätzlich mindestens eine Minute Mischzeit sollte ich dem Ganzen geben, um das wirklich optimal zu vermengen. Ein klassischer Fehler wäre, wenn ich jetzt quasi noch Harzreste oben in der Masse sehe oder Schlieren, die ich vielleicht nicht sehe, weil nicht richtig vermischt oder nicht ausreichend lange vermischt ist. Das wäre ein klassischer Mischfehler. Deswegen ist diese Mischzeit wichtig. Und elementar wäre auch das Umtopfen nochmal zu erwähnen. Das heißt, aus Sicherheitsgründen das Material in einen anderen Behälter umzutopfen. Und dann nochmals ganz kurz durchzumischen, damit ich auf jeden Fall verhindere, dass irgendwelche Komponenten sich nicht optimal vermengt haben, das einfach auszuschließen. Gut, was wäre denn sonst die Folge, wenn man das jetzt nicht machen würde, weil das ist ja schon ein höherer Aufwand. Ja, das könnte mir passieren, dass ich nach dem Einfugen spätestens oder schon beim Einfugen vielleicht sehe oder einen Tag später nach Aushärten, dass mir da quasi eine Komponente aus der Fuge beispielsweise sich abzeichnet. Und das wäre sehr ärgerlich, weil sich das ja über den gesamten Belag verteilen würde, das auszuschließen. Farbungleichheit ist das eine. Wie sieht es dann aus von der Durchhärtung, von der Festigkeit? Wenn es nicht homogen vermischt ist, hätte das irgendwelche Folgen? Sicherlich. Das ist ja abgestimmt aufeinander, das Material. Es könnte passieren, dass ich dann auch weiche Stellen, weiche Bestandteile in der Fuge habe, die nicht ganz ausgehärtet sind beispielsweise. Also wie gesagt, das Vermengen, das optimale Anmischen ist schon elementar. Verstehe. Wenn das Material jetzt gleich umgetopft wird, also hier in diesen leeren, sauberen Eimer, wie lange ist denn das ungefähr zu verarbeiten? Ich habe danach, nach dem Anmischvorgang, ca. 40 Minuten Topfzeit. Das heißt, die Zeit, die es, ich nenne es mal im Topf bzw. im Behältnis zu verarbeiten ist, also ungefähr 40 Minuten, wo man immer noch darauf hinweisen muss an dieser Stelle. Wichtig, die Baustellenverhältnisse, das heißt, die Umgebungstemperaturen sind sehr wichtig. Habe ich jetzt hohe Temperaturen, reagiert Reaktionsharz grundsätzlich schneller. Das heißt, es verkürzt sich eventuell die Topfzeit. Bei niedrigen Temperaturen habe ich länger Zeit. Im Sommer bietet sich das an, Material, was ich beispielsweise in einem aufgeheizten Wagen oder Raum vorher gelagert habe, wo das Material schon wesentlich wärmer wie 20 Grad beispielsweise ist, das Material vorzukühlen. Das heißt, ich nehme einfach ein großes Behältnis Wasser, lege die Eimer rein, um das Material eigentlich nochmal runterzukühlen. Somit verlängere ich diese Verarbeitungszeit bei extrem warmen Temperaturen. Aber 40 Minuten, kann man sich merken, ist die Verarbeitungszeit. Also so bei Raumtemperatur würde ich jetzt annehmen. Ja, ganz genau. Wir reden immer so zwischen 20 und 23 Grad rund um Raumtemperatur. Alles klar. Dann bitte das Material einmal umtopfen, dass wir uns das noch gemeinsam anschauen können. Man sieht es auch schon, wie weich das Material eingestellt ist. Das spiegelt sich dann auch in der Verarbeitung wieder. So,
Jetzt setze ich den Mischvorgang nochmal fort, indem ich dieses Gebinde dann nochmal anmische, auch nur kurz. Nachdem du das Material umgetopft und nochmal aufgerührt hast, kann ich feststellen, dass es sehr gleichmäßig vom Farbton, also sehr homogen aussieht. Jetzt habe ich gerade noch gesehen, du hast hier eine Dose stehen. Was hat das damit auf sich? Ja, unsere Fixclean-Tücher bieten sich wirklich optimal an, um Reaktionsharze oder Werkzeuge, Oberflächen oder dergleichen von Reaktionsharzen zu befreien. Möglichst natürlich im frischen Zustand. Ausgehärtet geht es nicht mehr. Diese Tücher sind nicht lösungsmittelhaltig, effektiv reinigend. Ich zeige es mal hier. Das ist wirklich die einfachste Variante und vor allen Dingen geruchsschonende. Du riechst es vielleicht, es riecht leicht zitronig, das Ganze. In der Historie kenne ich das noch mit Verdünnungsmittel, ja, was dann doch durchaus kritisch ist. Ja. Aber das erscheint mir doch eine sehr einfache Lösung zu sein. Auch diese Tücher nutze ich beispielsweise, um Epoxidharzreste nachher nach dem Verfugen, teilweise sogar am nächsten Tag, noch zu entfernen. In diesem Moment ist es natürlich mein Werkzeugreiniger. Weil ausgehärtet einmal das Epoxy habe ich quasi keine Chance mehr, was zu reinigen. Das sollte man immer bedenken, auch im Arbeitsumfeld, dass sich alles, was an Epoxy anfällt, wirklich grundsätzlich rückstandsfrei reinige. Vielen Dank, Stefan, dass du uns das Material aufgerührt hast, die Eigenschaften, die wir zu beachten haben beim Rühren, erläutert hast. Das Thema der Werkzeugreinigung im Speziellen mit den Tüchern ist der eine Part. Es wird aber sicherlich auch konventioneller oder einfacher vielleicht noch gehen auf der Baustelle. Richtig. Wenn ich keine Tücher zur Verfügung habe, geht auch Wasser zum Reinigen. Vorteilsweise warmes Wasser lässt sich auch hervorragend das Werkzeug noch im frischen Zustand quasi des Materials optimal reinigen. Das kann ich auch nehmen. Dann würde ich auch sagen, machen wir den nächsten Arbeitsgang, dass wir uns mal verschiedene Belagsoberflächen anschauen, wo wir das Material einfugen werden. Mhm. Ja, Stefan, nachdem wir das Material Schönox CFD Design in der Theorie beleuchtet haben, bis hin zu den Werkzeugen, die Besonderheiten beim Aufrühren, gehen wir jetzt in die Praxisfläche rein. Das, was wir hier sehen, ist ein Anschauungsbeispiel für eine gewerblich genutzte Küchenanlage. Hier geben uns die Regelwerke der Berufsgenossenschaft letztendlich vor, welche Rutschhemmung, welche Verdrängungsklasse zu berücksichtigen sind, damit die Mitarbeiter in der Küche auch geschützt arbeiten und beispielsweise nicht durch Wasserpfützen eine Rutschgefahr und Unfallgefahr entsteht. Die Besonderheit des Einfugens würde ich dich bitten, einmal zu erläutern. Sehr gerne. Diese Fliesenart, du hast es erwähnt, ist ein echter Stresstest für unsere CF Design bzw. eigentlich jede Reaktionsharzfuge. Jeder, der das schon mal gemacht hat, kennt den Unterschied zwischen einer glatten Oberfläche oder diesen Flächen mit Verdrängungsraum. Die halten quasi das Material richtig fest. Ich möchte einmal zeigen, wie einfach das sein kann, mit dem neuen Material zu fugen. Und ich erkläre auch nochmal den kleinen Unterschied beim Einfugen, warum das Material in Kombination mit dem richtigen Werkzeug so wichtig ist. Ganz wichtig vorab, wir haben hier eine trockene, saubere Fläche. Das ist auch elementar beim Einfugen, beim Einbringen des Materials, dass die Fugenkammer wirklich trocken ist. Ich habe es hier und da schon öfter beobachtet an den Baustellen, wenn man da mit einem Eimer Wasser mal durch die Gegend läuft und dann das Wasser mal reinschwappt, das nimmt man so nicht wahr. Kann sich nächsten Tag negativ in Form von Löchern in der Fuge wieder darstellen. Deswegen wirklich darauf achten, dass die Fugenkammer sauber und trocken ist. Sehr guter Praxistipp. Ja. Ich kann das Material, wie gehabt, man sieht es hier, ist auch sehr, sehr pastös, sehr einfach aufzutragen. Mit meinem speziell Epoxidharz-Fugenbrett quasi einbringen. Zu dem Zweck bringe ich das Material
in die Fuge ein und ich merke das schon, ich muss es etwas quasi reinkneten, nenne ich das mal, in die Fuge. Wenn ich das Ganze als Beispiel jetzt mal gezeigt mit einem herkömmlichen Fugenbrett. Wenn ich jetzt dieses Moosgummibrett, was ich ansonsten ja für zementäre Fugen nehmen würde, ich hätte diesen Effekt. Das heißt, ich würde die Fläche quasi zuspachteln mit dem Material. Ich hätte kaum Materialabtrag. Dazu dient mir, ich gebe es dir nochmals, danke. Dazu dient mir quasi die scharfe Gummilippe, dass ich da möglichst viel Material wieder runterziehe. Erleichtert mir nachher natürlich auch das Waschen der Fuge, weil ich so wenig wie möglich auf den Belag drauf lasse. Wichtig, sehr wichtig, wenn man Teilflächen verfugt oder einbringt, sollte ich vor dem Abwaschen quasi immer Material stehen lassen, damit mir das Waschwasser nicht in die offene Fuge läuft. Das sagte ich vorhin schon, die Fuge sollte immer trocken bleiben. Das heißt, du bildest also regelrecht so kleine Dämme, richtig, wo dann entsprechend das Wasser auch nicht, ja, in die Kammer einziehen kann. Genau. Aha. Nachdem ich das Ganze quasi grob eingebracht habe, ist es wichtig, dass ich den Überschuss schon mal mit dem Spezialfugengummi abziehe. Deswegen, jetzt kommen eigentlich diese scharfen Lippen zum Eintrag, indem ich das 90 Grad quasi mit Druck auf den Belag ziehe ich dann einfach schon mal die Fuge runter, den Überschuss. Das erleichtert mir nachher erstens den Materialabtrag beim Waschen und ich habe die Fuge gleichzeitig nochmal verpresst. Man sieht es auch, es geht wirklich sehr einfach. Gezeigt, das mit dem Moosgummibrett wäre ja absolut utopisch gewesen. Man sieht ja jetzt schon, wenn man sich die Fläche anschaut, wie der Füllgrad in der Fuge ist und wie viel Harzanteil du an der rutschhemmenden Fliese schon abgenommen hast. Richtig. Mit der CF Design arbeiten heißt auch, ich arbeite wirklich verbrauchsschonend. Ich nehme wirklich das meiste wieder runter vom Fliesenbelag vor dem Abwaschen, was ich dann auch weiterhin gebrauchen kann. Das heißt, ich habe jetzt hier minimalen Auftrag. Als wirklich wichtigen Schritt würde ich jetzt immer empfehlen, die Fläche vorzunässen, bevor ich mit dem Waschen anfange. Hierzu habe ich ja meine Sprühflasche. Es könnte auch ein Schwamm sein, den ich mit Wasser vorher tränke, indem ich dann einfach auf den Belag quasi das Wasser auftrage. Es würde auch funktionieren. Ich nehme jetzt hier, wie auch an der Wand vorteilsweise, einfach eine Sprühflasche, benetze quasi den gesamten Belag mit Überschuss und keine Angst, es trägt sich kein Farbpigment aus, ich wasche nichts aus. Das ist das Wunderbare bei Epoxidharzfugen. Die nehmen jetzt in dem Moment das Wasser nicht an, es liegt jetzt nur oben drauf und erleichtert mir durch diesen Wasserfilm, den ich oben habe, das Aufemulgieren bzw. das Vorwaschen des Belages, um die Fuge wirklich glatt hinzubekommen, um eine Reaktion noch zusätzlich zu erzeugen. Das würde ich jetzt einmal zeigen. Jawohl. Ich nehme dann zum Vorwaschen quasi, das habe ich vorhin schon mal gezeigt, mein weißes Vlies bzw. weißes Pad. Gerade hier bei diesem Belag, dass ich hier wirklich in diese Vertiefung besser reinkomme. Der normale Schwamm wäre da zu weich. Wichtig ist natürlich unsere Waschbox, die ich dazu verwende. Prima. Auch hier kann ruhig etwas Überschuss verbleiben. Und ich sollte in kreisenden Bewegungen das Ganze einmal aufemulgieren. Wichtig ist, dass ich, wie gesagt, kreisende Bewegung, je nach Fliesenart und Oberfläche. Man sieht hier richtig, wie das Ganze festgehalten wird von der Fliese, weil die sehr rau ist in der Oberfläche, zusätzlich zu der Rutschhemmung, was natürlich den Sinn der Arbeitssicherheit widerspiegelt.
Deswegen ist da der Aufwand grundsätzlich, wie aber auch bei einer zementären Fuge, das wäre immer etwas höher. Und da spielt, wie gesagt, das richtige Werkzeug eine wesentliche Rolle. Aber ich denke mir ja auch, wenn man in dem Bereich, wir hatten von einer Großküche gesprochen, das kann ja wie gesagt auch eine Autowaschstraße sein, wo wir mit Felgenreinigern zu tun haben. Es kann aber auch eine Brauerei sein, eine Kölschbrauerei zum Beispiel, ja, wo Gerbstoffe entsprechend auf den Belag einwirken, dass wir die Beständigkeit brauchen. Aber es zeigt ja dann letztendlich auch die Besonderheit des Werkzeuges oder den Umgang mit solch einem Material. Richtig, genau. Das ist eben wirklich elementar bei solchen Geschichten, quasi die Arbeitsvorbereitung in Form des richtigen Werkzeuges, die richtigen Arbeitsbedingungen zu schaffen. Angefangen von der Untergrundtemperatur, darauf zu achten, Umgebungstemperaturen und das Material selbstverständlich dementsprechend auch vorzulagern. Was man auch sehr schön sehen kann, was du gerade als Damm beschrieben hast, zeigt ja letztendlich, dass hier die Fugenkammer trocken bleibt. Dass ja. Also kein Waschwasser jetzt in die Fugenkammer reinzieht, genau. Um den Effekt zu vermeiden, von dem du gesprochen hast, dass am Folgetag letztendlich Löcher in dem Fugenmörtel entstehen. Deswegen, das habe ich jetzt extra sozusagen provoziert, um das mal zu zeigen, worum es wirklich geht, weil oftmals wird es genau so, man sieht es hier, die Fuge wird durchtränkt. Wenn ich hier keinen Damm baue, hat fatale Folgen nächsten Tag. Erstmal läuft mir das Ganze weg. Ich sehe es gar nicht großartig, wo es nass ist. Wenn ich das dann zufuge, habe ich nächsten Tag unter Garantie eine löchrige Fuge, was dann nicht Sinn der Sache ist. Deswegen wichtig, immer die Fuge trocken zu halten durch quasi, ich nenne es mal mein, ich komme ja aus Norddeutschland, Deichbau. Mhm. So. Ich kann, wenn ich möchte, natürlich das Ganze einmal tauschen, wenn, wie man hier sieht, irgendwann nach 5 bis 10 Quadratmetern beispielsweise ist so ein Pad bzw. so ein Schwamm auch wirklich voll Harz gezogen. Das ist eine typische Eigenschaft bei Reaktionsharzfugen. Ich sollte in der Kalkulation natürlich auch immer darauf achten, dass ich genug Schwämme bzw. Pads einplane. Ich denke, bei solch einer Struktur der Fliese ist das selbsterklärend. Richtig. Man sieht es, ich habe jetzt eigentlich schon den Belag quasi verfugt. Alles, was ich jetzt noch zu tun habe, ist das Nachreinigen. Hierzu kommen dann meine normalen Waschbretter zum Zuge, die ich auch bei jedem anderen Fliesenbelag bzw. bei jeder anderen zementären Fuge beispielsweise verwenden würde. Hier ist es wichtig, dass ich möglichst diagonal in eine Richtung das Ganze quasi sauber abziehe, weil sonst würde ich Harzrückstände wieder beim Rückwärts abwaschen eventuell verteilen. Das bietet sich ganz einfach an, das Ganze in eine Richtung abzuwaschen. Und was wichtig ist, möglichst natürlich vor dem, nein nicht möglichst, ich erwähne das extra nochmal so, das Wasser wirklich zu wechseln nach dem Vorwaschvorgang. Dass ich mit sauberem Wascher nachwasse. Ja, das ist, denke ich, auch hier erkennbar. Das heißt, die Harzreste, die wir quasi jetzt mit abtragen, werden sich ja auch hier im Waschwasser wiederfinden. Was sagst du so aus der Erfahrung heraus? Nach wie viel Quadratmeter sollte man maximal das Wasser waschen, austauschen? Ja, bei solchen Belegen, die jetzt wirklich strukturiert sind und viel Material noch festhalten, sage ich 5 bis 10 Quadratmeter maximal. Damit vorzuwaschen, das Wasser auch zu wechseln. Das dankt mir der Belag in Form von einer absolut sauberen Oberfläche nächsten Tag. Das ist einer der kleinen Fehler, die man einbauen kann. Wenn das Wasser wirklich für 30, 40 Quadratmeter verwendet wird, ist ein gewisser Harzanteil auch da, der dann an der Oberfläche einfach verbleibt. Ich denke mal, da spreche ich aus unserer Erfahrung heraus, wenn das nicht sauber genug
gereinigt wird, dass man dann leichte Harzfilme hat und später im Nutzungszustand erkennbar ist, wo rübergelaufen wird oder sich Schmutz anreichert. Und wenn das Material erstmal durchreagiert ist, das heißt, wir haben ja unsere Werte nach 7 Tagen, wo die volle chemische Beständigkeit gegeben ist. Das heißt, im Nachhinein die Fuge dann zu reinigen, wird deutlich schwieriger. Von daher ist es extrem wichtig, von vornherein Sorgfalt walten zu lassen, dass wir ein ordentliches Ergebnis erzielen. Richtig, ganz genau. Und wir sehen das als Ergebnis. Wir haben hier eine volle Fuge, die auch durch den Waschvorgang nicht verfärbt werden kann, weil eine Besonderheit der CF Design ist beispielsweise, dass wir dort farbige Keramik- und Glas- und Sandanteile haben, die die Farbe bestimmen des Mörtels. Es sind keine Farbpigmente als solches, wie man das aus zementären Fugenmörtel kennt, vorhanden. Das heißt, ich nenne es mal so ganz einfach, der Sand bestimmt schon die Farbe. Mhm. Deswegen kann ich diese Fugen auch nicht verfärben beim Auswaschen. Großer Vorteil, ich habe immer eine homogene Farbe. Sollte ich mal Fliesen austauschen, wenn mal was kaputt gegangen sein sollte und ich nehme wieder neues Material, wird diese Farbe völlig identisch mit dem schon gefugten sein. Ich habe da überhaupt keine Schwankung drin. Alles klar. Ein Praxistipp für unseren Anwender und Verarbeiter haben wir noch im Rahmen dessen, dem Handwerker das Leben jeden Tag leichter zu machen bei der Anwendung von bauchemischen Materialien. Das wäre unser Schönox Epoxy Clean. Das heißt, in Verbindung mit dem Dosierlöffel und dem Pulver, was wir verwenden, haben wir die Möglichkeit, 1 bis 2 Löffel dem frischen, sauberen Waschwasser mit beizugeben. Und während des Anemulgierens bzw. einen Tag später, wenn ich halt erkenne, je nach Lichtfall, dass noch partiell Verunreinigungen drauf sind, mit dem Mittel bzw. auch mit den Werkzeugen letztendlich diese Verunreinigungen aufzunehmen. Richtig. Ich kann das als Verarbeiter abgestimmt auf den Belag, auf die Oberfläche, die Griffigkeit eben abstimmen. Die Zugabe der Waschhilfe nenne ich es jetzt mal beim ersten Waschgang. Ein Löffel langt vollkommen, dem Waschwasser zuzugeben. Damit ist die Reinigung noch einfacher. Weiterer Vorteil ist, das Werkzeug bzw. die Schwammbretter halten auch etwas länger durch die Zugabe der Waschhilfe. Also ich habe eine größere Quadratmeterleistung damit auch und ein sicheres Nachreinigen. Wie du sagtest, am nächsten Tag nochmal, wenn man die Möglichkeit hat, drüber zu schauen und wenn man dann noch Restschleier vorfindet, ist es damit nochmal sehr einfach, 1 bis 2 Löffel pro Waschbox zu geben, die Fläche damit benetzen, leicht einwirken lassen, eventuell mit dem weißen Fließpad nochmal nachzureinigen und nochmal mit dem normalen Waschbrett aufzunehmen. Somit bekomme ich auch ganz leichten Schleier am nächsten Tag noch sehr gut weggereinigt. Alles klar, vielen Dank nochmal für den Praxistipp. Dann würde ich das Ganze halt auch nochmal so zusammenfassen. Das heißt, wir haben ein sehr gutes Epoxidharzmaterial. Wir haben festgestellt, die Bereiche, die wir anwenden können, von Großküchen, Autowaschstraßen, Brauereien nicht zu vergessen. Genau. Wir können durchaus, wenn das Thema ansteht, in spezielle Bereiche des Badezimmers gehen, also Duschbereiche, barrierefreie Duschen, um die Thematik von farbungleichen Zementfugen da vielleicht zu unterdrücken oder durch Einsatz von aggressiven Reinigern. Wir haben eine hochkomplexe bzw. beständige Fuge und wir können damit auch in den Schwimmbadbereich gehen. Das heißt, wir haben also einen ganzen Reigen der Anwendungen und die Praxistipps, von denen du ja zwischenzeitlich auch gesprochen hast, bis hin zu der Reinigung oder der Reinigungsdosierung, zeigt letztendlich auch dem Handwerker, dem Verarbeiter von unserem Produkt, dass die Anwendung entsprechend einfach ist. Ich will nicht sagen spielend einfach, dafür ist die Struktur der Fliese schon herausfordernd. Aber wir haben festgestellt, mit kaltem Wasser waschen, die entsprechenden Werkzeuge, die wir eingesetzt haben, bilden letztendlich eine Oberfläche aus, ein Ergebnis aus, womit der Bauherr auch zufriedengestellt wird.